So, Delay, und da bin ich auch wieder da. Jetzt schauen wir mal ins Logbuch rein. Beziehungsweise werden uns erstmal. Oh, Gesundheit. Oh ja, bitte sehr gerne. Tagebuch. Wir haben noch Aferos, sollten wir eigentlich noch machen. Untersuchen Sie Feros herauszufinden, warum die Geth die Kolonie angegriffen haben. Und natürlich die Röhre finden und halt die Nebenaufträge. Aber das meiste ist bei der Citadel. Ich würde sagen, wir machen noch Feros und dann werden wir hier diesen Geth-Aktivitäten nachgehen. Das klingt nur spannend. Oder? Ja. Mal kurz gucken, Feros. War interessant, ja. Es wird immer spannender, was hier passiert. Also jetzt nimmt es langsam Fahrt auf. Dürfte nicht mehr lang dauern, bis hier richtig krachen wird. So, hier mal weg. Wo ist denn Feros? Hier unten. Sieht noch spacig aus mit dem Grün hier. Jo, bitte. Wolkenstadt, das Unternehmen Exogeni, hat auf Feros eine Pilotkolonie gegründet, um die proteanischen Ruinen zu erschließen. Die zwei Drittel der Planetenoberfläche decken. Okay. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Vorbewegung zur Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert. Es gibt Hinweise darauf, dass Feros früher eine sehr viel kältere Welt war. Feros hat zwei Monde, Orkan, der Vater und Vardet. Bevölkerung nur 300. Oh, das sieht nur spannend aus. Gut, nehmen wir mal raus. So, ist nur ein Codex-Eintrag. Ein paar Erfahrungen. Wen nehmen wir denn jetzt mit? Ich würde wieder Garus mitnehmen und sie. Weil ich glaube, sie hat ein bisschen Plan von dem Planeten. Jo, annehmen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Wollen wir das machen? Gehen wir auf Squad. Und schauen wir wegen Levelaufstieg. Machen wir hier wieder automatisch. Und auch bei ihr. Schauen wir mal ganz kurz wegen der Ausrüstung bei Ihnen. Das sieht aber alles nicht so schlecht aus. Mal ausrüsten. Ja, jetzt lassen wir auch mal so, wie es ist. Auch okay. Oh ja, du kriegst eine neue Rüstung. Ist basic. Und bei ihr Sturmgewehr 170, 180, 190 und 5. Ja, werden wir auch da mal wechseln. Schrotflinte werden wir wechseln. Pistole ist werden wir auch wechseln. Und bei Gelegenheit werden wir dann den ganzen Schrott hier verkaufen. Okay, Rüstung für dich habe ich leider nicht. Gut, das wär's. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Auch kein Blödsinn auf dem Schiff. Okay.
Hier hat's ein Gefecht gegeben. Wir haben ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter... Wow, 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 wow! Okay, da geht's gerade mal direkt zur Sache. Holy. Dann mach du doch mal einen auf Scharfschütze hier. Okay, das war's. Aber wenn die jetzt schon hier sind, dann dürfte nicht mehr sehr viel vom Personal da sein. Der macht jetzt Party auf dem Schiff. Oh, nicht ihr Viecher. Ihr nervt's. Scharfschütze. Na, wo bist du, Kleiner? Boah. Frechheit, machen Party auf dem Schiff und ich muss hier arbeiten. Da ist zu. Okay. Ist ja ganz schön abgegangen hier. In die Tunnel. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gates sind? Ja, ihr habt ein paar durchgelassen. Nein, ich mache es. Ich gehe dann. Oh. Krass, hier ist ja. Hier ist ja aber voll abgegangen. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Geth töten. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Ja, Training. Training. Ich befürchte, die Geth werden uns alle töten. Ich denke mal, wir müssen hier rein. Die Geth sammeln sich zu einem neuen Angriff. Ja, da hat es wieder ein Terminal. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Bei der Dechiffrierung dieser Logs haben sie etwas Verdächtiges gefunden. Menschliche Essensrationen für mehrere Monate wurden zu einem nicht registrierten Welt in Cluster geliefert. Die Log-Einträge sind nicht eindeutig, aber anscheinend sind irgendwo ins Amazon-System geliefert worden. Ja, ist ja wieder eine Nebenmission. Da müssen wir echt noch ein paar machen. Ganz ruhig, meine Liebe. Alles wird gut. Du musst nur ruhig bleiben. Meine Kopfschmerzen werden weniger. Ich muss nur aufhören, an die Vergangenheit zu denken. Es kommen immer mehr Geht. Ja, ich will dir auch helfen. Wo ist denn dieser Supertyp, der mit mir quatschen will? Jetzt gucken wir auf der Karte. Hier da vorne, okay. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen! Leute, ihr braucht mehr Scharfschützen, dann wären die gar nicht mehr so schwierig. Wo sind die anderen? Bitte nicht schon wieder diese Springer.
das war ja klar. Okay, einer noch. Und ich brauche Heilung. Jetzt da wieder zurück, oder? Ach ne, wir sollen hier rein in den Turm. Das ist also hier auf die linke Seite hoch. Scharfschütze. Oh, das sind jetzt vielleicht doch ein paar zu viel hier. Gut, ist das jetzt gewesen? Ja, gut. Ach, das war das Schiff da oben. Man könnte jetzt natürlich sagen, sie sind uns gefolgt. Wir sollten noch einmal Faidan die Situation schildern, bevor wir uns zum Lager der Geth aufmachen. Wenn jemand uns nützliche Informationen geben kann, dann er. Also, Situation folgende: Ein Haufen Geth hier, ihr habt ein Loch in der Decke. Sollte man jemand aufräumen. Und ihr braucht bessere Schützen. Das wäre so mein Ding. Dass sie überhaupt noch leben hier, so wie das hier aussieht. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Was? Ich hab genau das getan, was ihr machen hättet sollen. Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Geth. Wow. Was können Sie mir über die Geth sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei Exogeny erkundigen. Was können Sie mir über Exogeny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet. Dafür sollten wir Ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie Sie es darstellen. Auf Wiedersehen. Commander? Also, sollte doch mit ihr jetzt quatschen, oder nicht? Mal kurz gucken. Faidan, ich verbinde sie Faidan, dass jetzt keine Geth mehr im Turm sind. Achso, das ist er hier. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Nicht für sie. Na, ist mein Job. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Ich bin froh, dass Sie auf unserer Seite sind. Wir haben Sie aufgehalten. Aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Ich habe Sie aufgehalten, nicht du. Sagen Sie mir, was die Geth hier wollen. Was sollen diese Angriffe? Wenn Sie Antworten brauchen, dann fragen Sie sie. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Wie komme ich dahin? Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Dann brechen wir auf. Boah, also damit das hier wieder funktioniert, hast du aber noch viel zu tun. Sprich, wir müssen jetzt
Fahrstuhltreppe zum Tunnel hinunter. Was sagt der erste Fahrstuhl ist es? Lauf mal dahin. Aber das ist jetzt ziemlich verwüstet. Baby. Nein, ich will nicht. Ich kann mit dem Typen also nicht sprechen. Oh, wir dürfen wieder mit dem Auto fahren. Alles klar. Was hat doch geheißen? Skybay. Auf zur Gate-Basis. Klingt wie ein niveauloses Fischen. Oh, ihr. Yeah. Wow, das sieht aber geil aus hier. Ich empfange ein Kommsignal. Es ist ein schwaches zu ordnen. Das ist definitiv. Da ist noch mehr, Kommander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Wie geil ist da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Sieht ja mal mega aus hier. Und hier sind nur 300 Leute? Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Oh ja, und hier geht's schon wieder rein. Und eine kurze Strecke. Leute. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins der geht. Ja, das sind wir. Genug sein, um uns zu sehen. Die geht haben oberste Priorität. Ja, nicht einfach so gemacht haben. Ja, da sind sie ja. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Geht. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Geht-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Fai Dan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie haben überlebt. Aber die Geth haben ihnen schwer zugesetzt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ist Ihre Basis in der Nähe? Sie sind schon fast da. Sie haben sich im Hauptquartier von Exogeny nicht weit von hier verschanzt. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geth sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geth weg sind, können wir die Verluste zählen. Alter, was ist das für ein Arsch? Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geth wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Ja, ja. Sie würden da draußen problemlos überleben. Ja, mal schauen, ob wir die jetzt so finden. Dann düsen wir hier mal weiter. Ob ich Sie um Hilfe bitten soll. Okay, na, wir düsen erstmal. Sie hat ja gemeint, das ist ja nicht mehr weit, also vermutlich da oben. Noch einen kleinen Tick fahren.
falsch aus. Und da draußen wartet wieder was auf uns. Das müsste jetzt ja dann sein, ne? Und da hängt auch das Schiff dran. So, und hier geht es nicht mehr weiter. Die Menschen wirklich keine Zeit bei ihrem Einzug. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Na komm. Sind das jetzt alle? Glaub schon. Also, dann gehen wir mal selber rein. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Wow. Okay, Time für Scharfschütze. Weiter geht's mal nach vorne. Ich helfe von hinten. Da geht's. Warte gucken. Was haben wir hier alles? Abwurf, obere Ebene, Müllgrube. Ich würde sagen, gehen wir mal Abwurf rein. Das ist dann bei. Jetzt aufgemacht. Überraschung? Ne. Hier gibt es nur was zum Einsammeln. Oh, wow. Fuck. Scheiße. Ich bin ja ganz schnell weg. Ciao. Guck mal schön. Jetzt auch. Ah, jetzt kommt, schieß es. Nice. Für die XP ist natürlich jetzt ein bisschen unfair gewesen. Also, dann gehen wir mal in diese Richtung. Ja, in diese Richtung. Hier ist alles dicht. Kann ich vermutlich nicht rein, oder? Wir können dieses Feld nicht zerkratzen. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Ja, zerkratzen wäre jetzt auch nicht das erste gewesen, aber vielleicht zu schießen. Sieht aus, als geht es hier nur nach unten, Commander. Ja, dann gehen wir nach unten. Point of no return. Was? Es gibt was zum Einzeln. Was ist das? Verdammt! Oh, da ist sie ja. Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Waren. Wer sind sie und was machen sie hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Ich werde mich noch früh genug durch die Gate kämpfen müssen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau?
genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Geht überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Irgendwelche Vorschläge? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Geht-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Geht überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Geht. In Ordnung. Ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben Sie hier, bis das Feld aus ist. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ich suche mir einfach ein Loch, wo ich mich verstecke, bis das Feld aus ist. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Wenigstens einmal was Schlaues. Oh. Moin. Ihr könnt doch nicht einfach mal so aus dem Nix kommen. Ist gemein. Okay, auf die Hauptebene. Irgendwo da hinten runter. Und wo ist sie jetzt hin? Da hinten. Naja, pass mal auf dich auf. Also. Ich glaube, wir werden hier noch ganz viel Spaß haben. Also Stromkabel einmal abziehen. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Shit, Krogana. Soll ich mit der Schrotflinte mal? Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Oh, fuck! Jemand umbringen. Selbst oder Beschuss werden Teil des Schilds wiederhergestellt? Nein, das brauche ich nicht. Fand ich die Schilde zu bestimmten Reis werden beschädigt. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Und. Das machen wir mal. Nice. Schrotflinte ist nicht schlecht. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Wainham. Was kann ich für Sie tun? Ja, also... Heißt jetzt Lisbeth. An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Kein Wunder, dass sie sich so merkwürdig verhalten haben. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns.
Wir müssen dieses Feld ausschalten und zurück zu Zeus Hope. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Okay, also mit voller Gewalt gegen die Gate. Was soll das heißen? Das sieht aus wie eine Liz. Du bist meiner. Wo müssen wir jetzt? Ach so, müssen wir jetzt hier lang oder wie? Obere Ebene. Also da lang. Aber wir haben doch die eine Frau da unten im Müll noch. Wir haben wieder Gegner. Ah, ich mach vielleicht Scharfschütze. Die Gate benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Die Gate gehen bei ihren Landungen nicht gerade raffiniert vor. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen Greifer nach Schwachstellen prüfen, aber die Gate sind ziemlich gründlich. Ja, also ich war für eine Bombe. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Gate haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Bei den Gate verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Dottie. Trotz einem kurzen. Ich möchte einen Elektriker. Gut. Okay, da sind wir jetzt also hier auf der anderen Seite, wo wir vorher schon gewesen sind. Wollen wir aber nicht durchkommen. Was bringt uns das jetzt? Dass die weiter raufgehen? Was? Ich wäre dafür, dass Bravura ein kleines Stück fliegt. Hä? Wie meinst du das? Schrotflinte, Schrotflinte. Das da, das da, das da. Schütze. Was? Dann ist das schnell kaputt? Hä? Verstehe nicht, was du meinst. Sollen wir überhaupt lang gehen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, ich guck mal auf die Karte, aber... Nee, das war falsch. Okay, dann gehen wir wieder runter. Das war nur extra. Aber hier hat es irgendwie einen wichtigen Marker. Das hat jetzt voll nichts gebracht, hier hochzulaufen. Ach, kaputt fliegst. Moment mal. Willst du damit unterschwellig sagen, ich kann nicht fliegen, oder was? Okay, hier kommt. Ach, da geht's weiter. Ich stütze ab und zu mal ab beim Fliegen. Nicht immer.
Fuck. Guten Morgen. Ah, komm, schau mal her zu mir. Ich will ein Foto von dir machen. Doch. Waren das jetzt alle? Ja, sieht so aus, ne? Was ist das abgespaced ist hier? Jetzt bin ich noch an keinen von denen. Die Testproben hat vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von den Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit den Notdatzugskolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand das die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Ja, das werden wir sehen, was ihr da veranstaltet habt. Das ist dann das nächste Problem, ey. Gibt es nichts zu tun oder was? Sag bloß, wir müssen jetzt da ins Schiff reingehen. So wie eben. Nee. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Wir haben Waffen. Scharfschütze. Was kann ich hier machen? Sind wie Spinnen, so Springspinnen. Mega eklig. Jetzt mal sie, wir kriegen da 2500 Credits immer wieder mal. Irgendeine Quarantänestation. Ja, gleich. Helfen. Wenn wir nur einen der Greifer entfernen können, fällt das Schiff. Was ich sagen wollte, können wir dann beim Händler mal was einkaufen, sofern es denn rentieren würde. Hast du Angst vor Spinnen? Ja, ich habe eine echte Spinnenphobie. Ich krieg da eine Krise. Kein Scherz. Lass es auslaufen. Nochmal. Ich will das haben, was da drin ist. Gut. Wo war das mit der Quarantäne? Hier? Ah, da. Shuttlebuchtür. Sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PSI aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 PSI schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System wieder reparieren, bevor jemand aus meinem Team mit dem Arm abgerissen wird. Also 30 PSI oder weniger. Genau andersrum. Ach so, zu viel ist auch schlecht. 70.
Nice. Ich hoffe, ihr habt eine gute Versicherung. Sehr gut. Nice. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geht im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Halten Sie die Kolonisten von der Normandy fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Wir gehen. Aber vorher sollten wir den Ort von diesen verdammten Synthetischen befreien. Ah, fuck. Jetzt wird er uns unser Schiff noch angegriffen. Oh, Serverknoten. Was gibt's denn hier so? Ja. Naja. Private Log-Einträge von Dr. Gamorl. Ich traue dieser Severus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir das Gegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen. Oder warum sie in das Matano-System geliefert werden sollten. Gemäß meinen Aufzeichnungen ist das da draußen nichts Interessantes. Okay. Wir sind da und soll vermutlich jetzt hier hin. Zielort. Kann ich ja sonst ja nichts. Warte mal, Shuttle-Tür war hier, da kann ich nichts mehr machen. Und hier geht's noch irgendwo hin. Oh, da gibt's was zum Einsammeln. Coole Sache. Aber auch nichts Interessantes. Ja, dann gehen wir halt wieder retour. Soll heißen, wir müssen jetzt zu dieser einen Kolonie, wo sie diese Experimente gemacht haben. Ah doch, okay. Dachte schon, dass hier wieder alles dicht ist. Und die eine Tochter müssen wir auch noch irgendwie abholen. Mit dem Schild? Ah ja, da ist sie ja. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als Sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geht angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Wo ist der Torianer? Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geht angriffen. Aber was wollen die Geht von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Normandy an Landetrupp, kommen Sie rein! Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geht-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ja, besser wär's. Aber eine Waffe wäre nicht schlecht für Sie. Oder sie verschwindet einfach. Das geht natürlich auch. Das soll heißen, wir müssen jetzt... Mal kurz gucken... Müssen wir wieder retour? Müllgrube, obere Ebene. Ja, ich glaube, wir müssen zu unserem Fahrzeug wieder retour. Ansonsten haben wir ja hier erstmal alles.
So, einsteigen. Jetzt können Sie kommen, die anderen. Komm, tu dich mal wenden, bitte. Okay, schauen wir mal auf die Karte. Kann ich hier irgendwie zoomen? Was haben wir hier? Obere Wegstation. Ah, wir fahren einfach mal retour. Ich wüsste sonst nicht, wo wir anders hingehen könnten. Aber es waren keine Gegner da. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hier ist Juliana Bainham von der Peros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns! Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Wir gehen da mal mit. Ich meine, sie hat ja eh gesagt, wir sollen sie finden. Ja, hallo? Bleibst du jetzt einfach hier oder was ist los? Okay, das ist merkwürdig. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geth sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was sie auf Torfan getan haben. Hier muss es nicht auch blutig werden. Was haben Sie vor, Jong? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Feros her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Ja. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Okay, das ist jetzt ziemlich arschig. Was soll man ihn dafür töten? Das ist auf alle Fälle falsch und er hätte jetzt sie jetzt hier auch schon gerade verschleppt. Ich war für die erste Antwortoption. Ich mache dem jetzt ein Ende. Das impliziert ja jetzt nicht, dass er ihn tötet. Hätte ich jetzt mal gesagt. Lassen. Ich probiere es mal. Schauen, was passiert. Ich lasse nicht zu, dass sie diesen Leuten noch länger schaden. Lassen sie die Waffe fallen oder es passiert was. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss? Da bist du irre. Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Torianer her sind. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Torianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Was soll ich denn sonst machen?
Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate. Aber die leben dann auch noch, oder? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraclopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Wir könnten es mit einer Granate freisetzen. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Erstatten Sie Ihre Granaten mit dem Anti-Torianer-Gas-Upgrade aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Okay, das ist aber nicht so schlecht. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg... Dann machen wir das mal. Ausrüstung alle nehmen. Granatwerfer. Kryosprengsatz. Granatwerfer. Also wo ist jetzt das mit dem... Ah, da. Anti-Torianer-Gas. Ausrüsten. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwas Neues hier? Mehr Rüstung. Ausrüsten. Was haben wir hier? Schadenschutz, Schildgeneration und Härtung. Ah, ich mach mal das da. Coole Sache. Und hier gibt's nichts Neues erstmal. Aber hier. Rüsten. Aber meine Lieblingswaffe. Da gibt es ein bisschen mehr Wumps. Ne, lassen wir erstmal so. Squad. Erstmal automatisch. Hier auch. Und hier. Das wär's. Da draußen problemlos überleben. Und wo müssen wir jetzt dahin, damit wir jetzt zu denen kommen? Tagebuch. Pharos. Nach Zushob zurückkehren. Ja, warte mal. War das jetzt nicht? Nach Zushob zurückkehren. Fahren Sie mit dem Marke über den portialischen Skyway nach Zushob und finden Sie den Eingang zum Nest des Torianers. Rüsten Sie Ihre Granaten. Ja, okay. Also, wieder retour. Zu unserem Vehikel. Darf ich denn eigentlich eine Granate? Nur mal, damit ich mal gefragt habe, ne? Friss das! Ach, mit G. Explodiert nicht? Ach, erst später. Okay, das sollte ich vielleicht planen. Also, Abmarsch! Also, ist das Zushob da? Sky bei Wiegestation. Hier haben wir hier nach unten. Ah doch, Zushob, ja, das passt. Einfach mal durch wie ein Panzer. Das ist neu. Indianischer Creeper. Was war das für eine Kreatur? Ganz sicher kein Mensch. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Wie Sie meinen, Commander. Gehen wir. Oh, das wird auch noch gecountert.
andere Waffe. Also die Creeper dürfen wir abschießen, oder was? Okay, und das da oben sind dann die Kolonisten. Okay. Aber jetzt. Ah, wirkt es? Passiert nichts. Ah, jetzt. Na komm. Ich will auch nur eine Granate zu dir hinwerfen. Ja, komm, wirk, wirk, wirk. Sehr gut. Hätten wir die schon mal gerettet. Aber mit einer Granate werde ich nicht sehr weit kommen. Super, das hat jetzt nichts gebracht. Und ich habe keine Granate mehr. Ja, dann tut es mir jetzt echt leid. Fuck, das wollte ich eigentlich nicht. Echt blöd. Schrotflinte. Jetzt mal beide auf die. Ich schaue jetzt noch mal, ob ich bei der Ausrüstung bei der Granate. Nein, da kann ich nichts mehr machen. Ich kann es auch nicht herstellen. Fuck. Das werden die nicht so geil finden. Ich habe keinen Schuss. Findet man noch was? Ja, ich habe Granaten. Nice. Friss das. Nein, nicht umbringen, bitte. Komm, explodier jetzt. Gott sei Dank. Das ist noch tricky, ey. Trotzdem ein Haufen draufgegangen, wenn die da hier vermandelt worden sind. Da hinten ist noch ein Mensch. Einmal Granate, bitte.
Komm, explodier. Geht doch. Sehen Sie mal dort, Commander. Können Sie die Steuerung nachvollziehen? Von was denn? Von dem da? Frachterkran. Oh. Ah, okay. Das war mit Verdecken gemeint. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Ich bin mir noch unsicher, ob der Turianer wirklich böse ist oder ob er sich einfach nur verteidigen will von dem, was halt so passiert ist. Ich glaube, das ist einfach nur eine Verteidigung. Und nicht, dass er grundsätzlich was gegen uns hat. Wir sind doch eigentlich auch in Gefahr, oder? Er könnte uns doch manipulieren. Es sieht nicht gut aus. Wachst du wieder auf? Okay, nee. Wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Was sie... Kila, was ist das? Wir werden größere Waffen brauchen. War nicht die Kreatur, die wir suchen, oder? Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Was? Ich nehme das zurück mit dem Netzein. Ich schlage ein Geschäft vor. Ich will das, was sagen hat. Ich will sie vernichten. Ja, nicht per se. Ich weiß noch nicht. Ich gehe mit der Ersten. Sie haben Saren etwas gegeben. Etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Was? Nein. Geben Sie mir, was ich brauche, und ich werde mich an jenen rächen, die Sie verraten haben. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut ja, wird toll. Den Hörern und den neuen Trieb nähren. So viel mit der Diplomatie. Ja, wir werden mal das machen und das. Ja, war ja klar, dass die aufstehen. Noch ein? Ja, da. Dich kann ich nicht. Nee. Okay. Vermutlich nicht so geil. Wir haben es getroffen. Da bin ich mir sicher. Wir müssen mehr dieser Dinger finden. Na komm, steh auf.
Was ist das da hinten? Das ist gar nichts. Noch eine. Kommt ihr doch oben? Okay, wir machen das wieder, na, das machen wir hier. Und gern das da. Der Waffe, dass die doch Einzelschuss ist. Aber dafür macht es jetzt mehr Schaden. Okay, Waffenspind. Gerade mal dechiffrieren, wenn die alle am Kämpfen sind. Macht Sinn. Oh, das ist Waffe nervt. Ich hole mir jetzt eine andere. Das ist nichts aussagend. Banshee. Tsunami. Ist mal mit der. Und von den Upgrades gibt es noch irgendwas Besseres. Plus 20 Schaden gegen organische Ziele. Das machen wir mal. Und Waffenstabilität, Scanner. Aufverlängerung. Mehr Schaden. Ja, machen wir mal das. Ich bin hier raus. So. Nice. Habe ich jetzt das Problem mit dem Überhitzen wieder. Okay. Oh scheiße, das sind viele. Puh. Sind denn da noch? Okay, ich glaube. Oh, da gibt es was gemeinsam. Medizinische Station. Das ist gar nicht mal so schlecht. Coole Sache, dann haben wir auch wieder Medigeld gekriegt. Na, hier steht's wieder auf. Natürlich. Da lauft's mal nach vor. Ich helfe euch von hinten.
Oder auch nicht. Keiner steht auf. Ist auch okay. Und hier geht's nicht weiter. Ach so, weil hier der Knoten ist. Ja. Okay, das war's. Aber die Tür ist jetzt hier nicht aufgegangen. Ah doch, ist aufgegangen. Wir machen das da. Okay, verschnaufen. Ist das? Ja. Müssen wir da runter? Ich gehe mal davon aus. Von Dach. Steht wieder keiner auf. Ah, doch, jetzt. Shit, ich krieg Stress. Fuck. Das hier. Ah, scheiße. Schild. Fuck. Ah, shit. Das war schlecht. Ich bin schon lange nicht mehr gestorben. Aber ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nochmal alles neu machen. Euer Blut für den Boden. Na toll, wir sind unten. Na toll. Wir brauchen hier mal ein bisschen mehr Bums. Andererseits, für das ist vermutlich das hier wieder besser. Alles wieder von Anfang. Wir haben es getroffen. Da bin ich mir sicher. Wir müssen mehr dieser Dinger finden. Nicht so einfach teilweise. Wahnsinn. Na, steht sie auf? Nicht aufstehen, ist auch okay. Erhöht Schutz auf der Rüstung für kurze Zeit deutlich. Sekundärer Schaden entfernt, überhitzt die Waffen und ne, das brauchen wir nicht. Das da. Weiter geht's. Und hier kommen gerade die nächsten. War es zumindest das letzte Mal so. Ja, nehmen wir wieder mit. Duck. So.
So, perfekt. So, jetzt mal Feuer 2. Warum schießt er denn nicht? Ich glaube, wir werden doch wieder die Waffen wechseln. Ah, ich kann es gerade nicht. Machen wir hier. Und bei ihm auch hier. Und von wo kommen sie jetzt? Sollen wir nochmal die Waffen upgraden? Ja, wir schon schaffen. Andererseits können wir mal mit einer Granate arbeiten. Aber dann werden wir hier diesen Mod wieder wegtun. Was haben wir denn da? Upgrade bei der Spezialisierung Person unter den ein. Achso, ja, das war ja das. Kryo. Schaden, Waffenwirkung. Sprengstoff. Ja, das machen wir mal. Medikit, hätte ich aber fast wieder vergessen. Okay. Junge, steh wieder auf, bitte. Komm, bitte steh auf. Ich brauche deine Hilfe. Ah, jetzt. Wunderbar. Ja, sorry, wenn ich da nicht so viel quatsch, aber da bin ich ein bisschen angespannt. Oh, medizinische Station, das ist gar nicht schlecht. Dann holen wir uns hier erstmal was. Sehr gut, dann sind wir hier wieder voll. Hier werde ich gerade mal speichern. Das soll ich echt öfter machen. Na? Scheiße, ich wollte eigentlich eine Granate werfen. Warum wirfst du keine Granate? So, danke. Wow, die ist ja ganz schön heftig. Und jetzt kriegen wir wieder Stress. Ist mir von unten oder von oben? Oben. Alles klar, dann gehen wir mal nach oben. Nein. Granate. Schild machen wir hier wieder kaputt. Das.
letzte der Granaten. So, noch einer. Ja, da unten. Gut. Der Knoten noch. Wir sind auf der richtigen Fährte. 3, 2, 1, runter. So, und hier sind wir das letzte Mal draufgegangen. Ah, man kann die halt leider nicht töten. Also so halt in dem Zustand nicht. Dusche wieder hier. Ah, lass mich weg. Lass mich raus. Und wir haben schon wieder jemanden getauscht. Okay. Dann steht's mal bitte wieder auf. Hier nochmal speichern. Spiel speichern. Legen wir mal die ganzen Waffen hier hinten an. Oh, da wäre jetzt eine Granate, aber nicht schlecht. Da ist sie ja wieder. Dein Schild machen wir kaputt. Gut, wir haben es geschafft. Endlich. Ich hab's mir schon gedacht, dass da was rauskommt. Aber sind die jetzt beeinflusst oder nicht? Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Ich kam in diese Welt, weil ich auf der Suche nach dem Turianer war. Saren brauchte sein Wissen und er brauchte meine biotischen Fähigkeiten, um mit ihm zu kommunizieren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Warum versuchten die Geth dann, den Turianer zu vernichten? Als Saren hatte, was er wollte, brauchte er den Turianer nicht mehr. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen, aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich.
Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden. Es existiert einfach. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie, sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe Ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von Ihnen. Was war das? Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Commander Shepard? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, Commander. Die Krankenstation sollte davon erfahren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Da Sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Sie haben es geschafft. Da der Torianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeni los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Okay, aber diese Vision war ja mal mega eklig. Alles klar. Ja gut, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle mache ich erstmal Schluss und dann bin ich eventuell später wieder da. Aber für jetzt erstmal Pause, gebe mal Mittagessen und ja, bis bald. Macht's es gut.